Herzlich willkommen zum Market Talk. Wir sind heute hier zusammengekommen mit einem Broker und mit einem Investor, um Ihnen ein bisschen mehr über verschiedene Ordertypen und bestimmte Handelsstrategien vorzustellen, die man zum Beispiel in Aktien oder auch in Edelmetall durchführen kann. Heute mit dem Studio der besagte Investor Rolf Schweizer und Cyril von SwissQuote. Rolf, du hast auch Fragen mitgebracht bezüglich Gold. Das ist richtig. Ich möchte gerne Gold kaufen. Da stellt sich die Frage, wie muss ich da vorgehen? Ich habe gesehen, wir sind da auf einer 200-Tages-Linie oben. Und was machen wir jetzt? Kaufen wir direkt oder ist da irgendwie etwas anderes, was man auch berücksichtigen müsste, wie zum Beispiel eine Option? Dafür gucken wir uns jetzt erstmal das Statement von Gold von Roland Vogt an. Ja, vielen Dank fürs Einholen in die Session. In einer Studie, die ich Anfang Oktober geschrieben habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Abwärtsbewegung vom Gold, die wir seit August 2020 bis jetzt in diesen Herbst hineingesehen haben, dass diese Abwärtsbewegung zu Ende geht. Jetzt haben wir tatsächlich während der ersten Novemberhälfte auch einen ziemlich kräftigen Kursanstieg gesehen, von 1620 rauf bis 1780 US-Dollar innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Das ist alles natürlich sehr viel und das wird nicht so weitergehen, weil das Gold befindet sich noch nicht in einem neuen Aufwärtstrend, sondern wahrscheinlich erst zu Beginn hier einer großen Trendwende. Das Gold darf man also jetzt kaufen, man muss aber nicht nach oben nachrennen und sicher kurzfristig muss man auch noch ein paar Kursrückschläge hinnehmen können. Die detaillierte aktuelle Studie können Sie auch mit einem Link unterhalb dieses Videos nachlesen. Also wenn wir uns jetzt die Analyse anschauen, also kurzfristig könnte es da Rücksetzer geben, weil eben doch der Kursanstieg relativ enorm war über die letzten Wochen, aber langfristig ist es zumindest, Roland, positiv für Gold. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage für mich als Investor, wie viel Zeit möchte ich auch investieren? Also wie viel Zeit möchte ich in mein Trading investieren? Habe ich die Zeit überhaupt? Habe ich auch die Möglichkeit, die Kursentwicklung laufend zu überwachen? Weil da gibt es dann eben unterschiedliche Produkte. Und auf der Produkteseite kann uns sicher Vivian dann noch sagen, was es da alles im Detail gibt. Aber die Finanzbranche ist das schon sehr ideenreich an Vielfalt von Produkten. Und ich denke, eben als Investor muss man sich wirklich überlegen, okay, kann ich auch kurzfristig mit Verlusten umgehen, mit Rücksetzer umgehen? Oder bin ich da einfach ein bisschen, habe ich einfach den groben Plan im Blickfeld? Du hast die Zeit angeschnitten. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie viele Jahre oder Monate müsste ich da mit rechnen? Ich denke, wenn ich da physisches Gold habe, ist das das eine. Aber da gibt es ja noch Optionen. Und wie müsste man dort vorgehen? Und was wäre da der Punkt, wo man sagen, ja, da kann ich etwas setzen? Also, ich meine, Option ist ganz ein anderes Thema. Also Optionen, die haben ja einen Verfall. Also das heißt, sie verlieren eigentlich jeden Tag entsprechend an Wert, die Optionen. Und Option ist wirklich ein Thema für sehr erfahrene Investoren. Also mit Thema Zeit meine ich auch, wie viel Zeit möchten Sie die Analyse investieren? Wenn Sie sagen, okay, ich möchte das Gold physisch kaufen oder eben über ein Produkt, das den Goldpreis physisch abbildet, da muss ich mir am Anfang Gedanken machen, okay, welches Produkt wähle ich aus, aber nachher kann ich es einfach liegen lassen und dann eben von diesem Kursanstieg profitieren. Wenn ich Optionsscheine, gehebelte Produkte kaufen will, die muss ich einfach laufend managen. Das wäre eigentlich die Frage, gehebelte Produkte. Wenn man schon etwas anlegt in Gold, müsste man das Produkt ja auch hebeln. Das ist rentiert, weil es ist ja zum Teil auch ein bisschen träge. Eben, da kommt es immer auch auf das Profil des Investors drauf an. Also Sie haben gesagt, 50.000, das finde ich schon mal eine interessante Summe, was Sie da investieren wollen. Wenn jetzt ein Anleger sagt, ja, er möchte 1.000 Franken in Gold investieren, da würde es vielleicht mehr Sinn machen, da auch etwas gehebelt in den Markt reinzugehen. Aber 50.000 ist doch schon eine ordentliche Summe. Und da kommt es eben wirklich auf verschiedene Faktoren drauf an. Werden Sie das Geld in naher Zukunft benötigen, vielleicht für andere Investments? Wie sieht Ihr Portfolio allgemein aus? Also jetzt da einfach pauschal sagen, Hebel ist schlecht oder gut, eben das kommt wirklich auf den Investor selber drauf an. Wo finde ich bei Ihnen diese Produkte?
Die Produkte finden Sie eigentlich auf unserer Plattform. Also wir haben da x verschiedene Produkte, natürlich auch die von Vontobel. Sie müssen einfach diese Produkte suchen. Ich sage, das ist das, was der Investor machen muss. Er muss sich schlau machen, was für Produkte gibt es, und die kann er dann bei uns finden und auch entsprechend kaufen. Was haben Sie für eine Plattform bei Ihnen? Wo würde ich zum Beispiel etwas finden über Gold, Warant und solche Sachen? Gold an sich ist ein relativ beliebtes Thema für Investoren. Wenn Sie jetzt angesprochen haben, zum Beispiel Gold auf Optionsschein oder eben Warrants handelbar machen. Das Problem, was Cyril auch schon gesagt hat, ist die Laufzeit bei Warrants. 2- oder 3-jährige Warrants zu finden auf Gold ist schon relativ schwierig, weil das Schwierige ist eigentlich die Preisbildung. Man muss die Volatilität über 3 Jahre ungefähr impliziert schätzen, und dann haben Sie irgendwann ein Problem, weil das schon relativ schwierig ist einzuschätzen. Deshalb sind Warrants, aber auch Hebelprodukte, meist eher für die kürzere Anlage auch geeignet. Für einen wirklich kräftigen Trend oder auch kurzzeitig auch ein kräftiges Rücksetzer von verschiedenen Underlyings kann man eben Hebelprodukte sehr gut einsetzen. Auf der Anlageseite, also wirklich, wenn man längerfristig auf etwas investieren will, da kommen dann wirklich auch die Anlageprodukte hier ins Spiel. Beispielsweise ein Tracker-Zertifikat, der den Goldpreis trackt, wenn man jetzt beispielsweise nicht Gold sich physisch in den Tresor legen möchte. Das kann man zum Beispiel eben über Tracker-Zertifikate abbilden. Gehebelt ist, wie Cyril auch schon sagt, man muss draufschauen, wenn man Mini-Futures, Warrants, alles, was in die Hebelkategorie fällt, kaufen will oder handeln möchte. Dadurch, dass sie halt sehr volatil auch in dem Fall sind, weil sie eben die Preisbildung gehebelt abbilden von Gold, muss man sich da auch schon das ein oder andere Mal dann das Depot anschauen. Man kann aber auch eben auf steigende Kurse mit Mini-Futures oder Ähnliches setzen. Da muss man sich dann aber doch mal an den Schreibtisch setzen und sich sein Portfolio das ein oder andere Mal doch nochmal anschauen. Wie ist das? Bieten Sie auch einen Stop-Loss an, der sich automatisch nach oben zieht? Das sind Order-Types, also das sind wirklich Order-Typen, die dann bei Swissquote beispielsweise in die Order-Maske eingebaut werden, wo man sagen kann, okay, wenn der Kurs sich jetzt weiter nach oben bildet, dann verkaufe ich oder dann kaufe ich nach beispielsweise. Das ist auf der Broker-Seite. Bei uns finden Sie die Produkte an sich, und die Preisbildung machen wir auch, oder wir preisen die Produkte. Die Order-Types, das ist dann wieder auf der Swissquote-Seite. Genau, und da möchte ich vielleicht gleich das Thema aufnehmen. Wir bieten sogenannte Trailing Stop Orders an. Das ist wirklich so ein variabler Stopp, wo dann eben eigentlich mit dem Preis des Produkts mitzieht. Das bieten wir an. Ja. Das ist auch sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, ja. Müssen Sie nicht den ganzen Tag eigentlich die Kurse mitverfolgen, haben genau. Da ein gewisses Absicherungs-, also Sie können sich absichern. Aber ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil was Sie nicht absichern können, sind das ist Übernachtrisiko, also das Overnight Risk. Weil es kann natürlich sein, dass der Markt, der schließt, und Sie wissen nicht, wo er am nächsten Tag eröffnet. Also heißt, Sie haben da immer, wenn Sie mit Hebel arbeiten, immer auch ein gewisses Risiko, dass wenn jetzt über das Wochenende, über Nacht irgendeine Nachricht rauskommt, dass dann eben der Kurs viel weiter oben oder viel weiter unten eröffnet und Sie dann nicht einen guten Kurs bekommen. Also dieses Risiko müssen Sie einfach beachten. Eben in Anbetracht, dass ich nicht ausgehebelt werde und der Kurs ansteigt, wie ist es dann mit dem Stop-Loss? Kann ich sagen, ja, all 2% nachziehen, oder gibt es da ein festgesetzter Sprung, 5-10%, oder wie sieht das bei Ihnen aus? Also grundsätzlich kann der Investor selber den Abstand definieren. Also Sie können da effektive Werte eingeben, Sie können aber auch Prozent eingeben, das können Sie entscheiden. Natürlich, je näher ich den Stop setze, desto größer ist einfach das Risiko, dass ich beim kurzen Rücksetzer ausgestoppt werde, dann nicht mehr im Markt bin. Je breiter Sie natürlich den Stop setzen, umso mehr könnten Sie rein theoretisch verlieren. Also wenn ich jetzt ausgestoppt werde, ist es möglich, dass man da wieder eine automatische Kaufsorder eingibt, dass man sagt, ja, es fängt wieder an zu steigen und dann die Kaufsorder automatisch wieder packt, damit man dann bei einem weiteren Ansteigen dabei ist. Sie sprechen wirklich so das Trading an. Also Sie sind da nicht der langfristige Investor, der jetzt da einfach vom Goldpreisanstieg profitieren wollen. Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie ausgestoppt werden, wieder in den Markt reinzugehen. Aber Sie müssen das wirklich laufend überwachen.
Weil da müssen Sie wirklich die Zeit investieren und da ist eben die Frage, habe ich die Zeit? Wenn ich bei der Arbeit bin, kann ich auf meinem App das jeweils prüfen, sehe ich, ah, okay, meine Order wurde ausgestoppt, weil dann muss ich auch wieder eine Analyse machen, weil ansonsten bringt es ja auch nichts, wenn ich ausgestoppt werde und beim gleichen Niveau wieder einsteige. Also gut für den Broker, wir verdienen an den Transaktionskosten, für Sie als Investor vielleicht jetzt nicht so interessant, also da müssten Sie ja dann wieder Zeit investieren, um eine Analyse zu machen. Also von daher nochmals, der Investor muss sich überlegen, was will ich? Will ich traden, kurzfristig? Oder möchte ich einfach langfristig dabei sein? Und wenn ich jetzt mir die Analyse nochmals gedanklich durch den Kopf gehen lasse, er spricht von, also Roland spricht ja von möglichen Rücksetzern. Also jetzt da einfach long in den Markt reinzugehen, gehebelt, da haben Sie eine große Möglichkeit, dass Sie da eben ausgestoppt werden. Aber langfristig ist er bullish. Vielleicht können Sie warten, bis der Kurs nochmal ein bisschen zurückkommt, um einzusteigen. Es gibt schlussendlich so viele Möglichkeiten. Sie müssen dann für sich den richtigen Setup finden. Und eben nochmals, für mich ist die Zeit eigentlich das wichtigste Kriterium. Und auch, wie viel Risiko, wie kann ich mit Verlusten umgehen? Aber Rolf, wieso willst du denn überhaupt gehebelt in den Goldmarkt einsteigen? Ja, das ist ganz einfach. Mein Geld muss arbeiten. Und mit einem Hebel ist es einfacher, Geld zu verdienen. Also müsste es da irgendwie ein Hebelprodukt geben, das ich doch einsetzen kann. Deine Marktmeinung ist ja, Gold wird steigen. Das ist richtig. Wenn man sich jetzt mal das Statement vom Roland anschaut, sagt er, Gold wird langfristig steigen. Langfristig, Finanz 1 bis 3 Jahre ungefähr, vielleicht auch eher 3. Und du sagst jetzt ja, okay, Gold ist natürlich so ein Schwergewicht, der so wie so ein Tanker, der sich so ein bisschen bewegt und der braucht etwas länger, bis er mal wirklich steigt. Und da sagst du jetzt, okay, mein Geld soll aber schneller arbeiten. Das Problem bei schneller arbeiten an der Börse ist immer mehr Risiko. Wenn man mehr Risiko nimmt, hat man meistens auch mehr Rendite. In dem Fall ist das immer ein Wechselspiel. Also wenn man mehr Rendite erwartet, muss man meistens auch mehr Risiko eingehen. Deshalb das, was Cyril auch schon erzählt hat, mit gerade Hebelprodukten in Gold zu investieren, ist dann eher, man muss sich erstens das relativ häufig anschauen, welche Investition man getätigt hat, wenn man ausgestoppt wird, wieder investieren und so ähnlich. Da ist man relativ viel mit beschäftigt, auch wenn Gold schwerfällig ist. Aber wenn es einen Rücksetzer macht, man ausgestoppt wird, muss man sich dann dahinsetzen und es nochmal investieren. Wenn man jetzt sagt, ich möchte nur am Goldpreis wirklich mich partizipieren mit nach oben, um den langfristigen Trend abzubilden, vielleicht auch einfach gar nicht den kompletten Betrag zu investieren, sondern einfach eine Grundlage schaffen, ich möchte an den positiven Trend investieren, können Sie das beispielsweise mit Tracker-Zertifikaten machen. Der trackt 1:1 den Goldpreis, geht der Goldpreis hoch, geht auch der Tracker hoch, geht der Goldpreis runter, geht auch der Tracker runter, ohne einen Hebel. Vom Risiko-Chancenprofil natürlich nicht so chancenreich, also nicht so viel Hebelkraft dahinter, nämlich ist genau einer Hebel, also genau tracken den Goldpreis. Aber Sie haben auch ein bisschen mehr in dem Fall Sicherheit, weil Sie können natürlich nicht ausgestoppt werden, weil Sie keinen Knockout haben. Wie sieht das mit der Preisbildung aus? Was muss ich da investieren für einen Tracker? Es gibt verschiedene Formen von Tracker, also verschiedene Ratios auch zum Goldpreis. Es gibt Tracker, die den 1:1 abbilden, also der ist dann ungefähr so viel wert wie eben auch der Goldpreis selber. Es gibt auch Tracker wie zum Beispiel, die nur 1/10 vom Goldpreis abbilden, zum Beispiel für Investoren interessant, die jetzt nicht so viel Volumen auch haben zum Investieren. Und beispielsweise kann man dann auch sagen, ich kaufe zum Beispiel nur einen Teil meines Investitionsvermögens in den Tracker rein und zum Beispiel die Hälfte gehe ich in Hebelprodukte, die ich mir dann auch immer wieder anschaue. So kann man das Portfolio auch ein bisschen diversifizieren. Trotzdem einen kleinen Hebel dabei, aber man ist im Langfristtrend schon mit dabei. Ich glaube, er repliziert den Goldunzenpreis und nicht den Kilopreis. Genau, es ist der Goldunzenpreis, ist auch wichtig, steht auch extra dahinter, dass wir den replizieren. Ja, genau. Was für Hebelprodukte haben Sie sonst noch? Auf Gold spezifisch beispielsweise haben wir Warrants, Mini-Futures, Warrants Open-End mit Knockout, die relativ einfach preisbildungsmäßig sind. Warrants sind da schon ein bisschen für die etwas, sage ich mal, begabteren Investoren, weil die Preisbildung doch schon ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist. Aber wenn man eben kurzfristig auf Gold spekulieren will, was man auch immer dazu gerne sagt mit Hebelprodukten, gibt es eine ganze Reihe davon. Hier muss man halt eben noch immer schauen, dass diese angepasst werden sollten, immer einen Stop setzen und in dem Fall kann man eben auch gehebelt in den Goldmarkt gehen. Rolf, du hast noch Tesla mitgebracht. Schauen wir uns mal die Analyse von Roland an.
Vor genau einem Jahr war die Tesla-Aktie noch mehr als doppelt so teuer, wie sie aktuell an den Börsen gehandelt wird. Ja, jetzt würde man meinen, dass dann die Aktie auf diesem tieferen Preisniveau für die meisten Investoren automatisch zum Schnäppchen wird. Aber weit gefehlt. Je tiefer die Kurse fallen, desto größer wird der Pessimismus, desto größer auch die Kaufausreden. Niemand möchte mehr, offensichtlich bis auf wenige Investoren, die Aktie auf diesem Niveau neu erwerben. Gestern ist eine neue Studie von mir zu Tesla erschienen. Die Aktie handelt jetzt um 180 US-Dollar rum und das ist das Kursniveau, das ich vor einiger Zeit schon als längerfristiges Abwärtsziel für die Aktie ermittelt hatte. In der Studie, die auch mittels des Links unterhalb des Videos für Sie einsichtbar ist, habe ich kein neues tieferes Preisziel ermittelt, weil es Anzeichen gibt und die verdichten sich, dass die Aktie jetzt in einen Bodenbildungsprozess übergeht. Wie in etwa der ablaufen wird und wie lange der etwa dauert, das ist in der Studie auch beschrieben. Tesla ist ja jetzt sehr stark gefallen. Wenn ich kaufen möchte, wie sollte ich da vorgehen? Kann ich das gestaffelt machen oder sollte man da alles auf einmal kaufen? Sehr gute Frage, danke, Herr Rolf. Also eben auch da ist natürlich mal die erste Frage, was ist dein Anlagehorizont? Also was ist dein Ziel mit Tesla? Es ist schwierig jetzt da pauschal zu sagen, ich sollte jetzt da all-in gehen, weil eben die Frage ist auch, wie viel Geld möchtest du investieren? Also was ist dein Ziel mit Tesla, außer natürlich Geld zu verdienen? Also was ist so dein Anlagehorizont? Also mein Anlagehorizont wäre jetzt ungefähr 2 Jahre. Mhm. Und wovon gehst du aus von Tesla, dass sie steigt oder dass sie fällt? Ich denke, sie könnte zwar zeitweise noch etwas fallen, aber das spielt ja dann keine Rolle mehr. Weil das ist ja ein Zeithorizont von 2 Jahren. Mhm. Das mag auch etwas ertragen. Würde vielleicht dann nochmals nachkaufen, wenn sie fallen würde. Mhm. Ob es dann Hebelprodukte sind, ich weiß nicht, was könnte man da bieten? Bei Tesla ist es beispielsweise im Gegensatz zum Gold ein bisschen, nicht schwieriger, aber doch, man kann schon sagen, schwieriger zu investieren, weil Tesla ist extrem volatil. Deshalb bei Hebelprodukten ist eben eher die kurzfristige Zeit hier zu sehen. Wenn du sagst, jetzt über 2 Jahre oder vielleicht auch ein Jahreshorizont zu sagen, ich möchte wirklich in die Aktie investieren, also ich möchte wirklich die Aktie haben, weil ich davon ausgehe, dass die Aktie sich halt so und so entwickelt. Oder willst du mit dem Aktienkurs Geld verdienen, also dass die Aktie auf 2 Jahressicht steigt? Oder ist es dir wichtig, dass du die Aktie hast? Also zuerst ist es wichtig, dass ich die Aktie habe. Mhm. Beim zweiten Teil ist es so, dass wenn die Aktie nochmals weiter runterfallen würde, ich mir Hebelprodukte vorstellen kann. Das ist dann auch die zweiteilige Frage. Ob man die als Order, sage ich mal, dann, wenn die Aktie so und so steht, dass ich dann nachkaufen kann auf Hebelproduktbasis. Genau. Das ist dann auf Cyrils Seite die Order-Typ. Wenn man aber sagt, Hebelprodukt, also erstmal müssen Sie ja die Aktie kaufen, weil Sie wollen ja die Aktie haben oder du möchtest ja die Aktie im Depot haben. Also erstmal die Aktie rein. Im zweiten Schritt ist es dann zu schauen, welches Hebelprodukt nehme ich für welchen Trend. Gibt es auch wieder verschiedene, habe ich vorhin schon gesagt, Mini-Futures, Warrants, Open-End. Da beide eben auch Open-End laufen, sind sie dafür eher geeignet, als wenn sie zum Beispiel Warrants haben, die kurzfristig sind, weil bei Tesla die Volatilität auch relativ hoch ist. Und wenn man sie genau auf dem Peak kauft und dann Calls, hat man meistens ein kleines Problem. Aber da könnte dann eben verschiedene Orders von Swissquote beispielsweise dazu führen, eben genau dieses Produkt dann einzukaufen, wenn es einen bestimmten Kurs von Tesla, von der Aktie oder halt vom Zertifikat erreicht hat, Cyril. Ich glaube, das bietet ihr auch an. Ja? Das bieten wir natürlich an, auf jeden Fall. Also eben vielleicht deine Frage zu beantworten mit der physischen Aktie, da kann man natürlich auch einfach gestaffelt limitierte Aufträge platzieren. Also man kann die jetzt eigentlich schon eingeben, sagen, ich möchte 100 Stück Tesla bei 160 kaufen, bei 150 etc. Das sind die Aufträge dann im Orderbuch pendent. Und wenn dann natürlich der Kurs auf die Preislimite fällt, dann werden sie entsprechend auch ausgeführt. Also das kann man jetzt schon eingeben und man kann natürlich dann auch entsprechend dann mit den Hebelprodukten arbeiten, wie Vivian gesagt hat. Also diese Möglichkeit, die besteht auf jeden Fall.
Danke dir erstmal, Rolf, dass du hier warst, dass du uns so viele Fragen gestellt hast. Auch danke an Cyril, dass er die Fragen mit beantwortet hat. Für die Community gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Fragen in Bezug auf dem heutigen Video waren. Beispielsweise, ich würde jetzt gerne das und das handeln. Wie könnte ich das abbilden? Das könnten wir vielleicht noch in einem neuen Video dann einfach für euch mitnehmen.